Nicht alle, nicht alle, nicht, nein, nein, nicht alle, aber die meisten sind schon zentral, schon mal programmiert. Ja. Nein. Ja, schon, das ist schon, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Die Siemens-Geschichte, ja, da kann ich wieder einen Abend einiges erzählen aus den anderen Dingen. Aber wie gesagt, das kommt jetzt normal. Man wurde eben eingeschüchtert, dass das ein Vermögen kostet. Das ist schon richtig, aber es geht auch billiger. Nein, aber es kostet schon etwas, weil Sie müssen ja die ganzen Themen neu rechnen. Sie müssen, wenn Sie was umstellen, muss jemand die Verantwortung dafür übernehmen. Also es geht nicht so, dass Sie dann drüber so, ich spüre das um. Ne? Ich wollte nur ein bisschen bevorraten, um dann noch mal reden. Ja, die, das haben wir bei 800 Signalen, wann gibt es die? Bei 800? Bei 800, ja, Sie müssen aufpassen. Die Bevorratung ist nicht so leicht, wie es vielleicht im Reihen erscheint. Das ist sehr leicht, wenn Sie nur eine Linie haben und sonst nur Autoverkehr oder sonst was verkehrt, das ist bevorragend. Die meisten Linien sind aber verletzt. Das heißt, Sie haben das ja, das ist das eine. Und das zweite ist ja das Rückblinden. Und das Rückblinden ist tödlich für eine, das ist ungefähr so wie ein Boxer, der immer 4 Sekunden zählen muss, bevor er zurückkommt. Ne? Ja. Ja. Absolut, das heißt, diese, ja, das ist eine Ewigkeit. Im städtischen Verkehr sind 4 Sekunden eine Ewigkeit. Das haben wir in Wien ein sehr statisches System. Es wäre sogar sehr gefährlich, wenn wir das jetzt sofort dynamisieren, weil wir dann wahrscheinlich immer mehr Resonanzen und Störungen einbekommen, bevor wir wieder sozusagen das System beherrschen. Die Zürcher haben das hinter sich. Die Zürcher haben in den 70er Jahren begonnen, diese Geschichte normal zu regeln und haben optimiert. Das heißt, sie haben die erfahrenen Leute, sie brauchen sicher 4-5 Jahre, bis das Ganze wieder zusammenpasst. Haben Sie vollkommen recht, haben Sie vollkommen recht. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Ich habe meine Dissertation gemacht über diese computergesteuerten Signalsysteme in den 60er Jahren. Und da habe ich dieses System, damals war nur beim Schottentor die ganze Signalwahl an den Computer, an den Zentralcomputer angeschlossen und die habe ich programmiert. Selber programmiert und auch optimiert. Ich habe mit den Detektoren aber gemessen, wie der Verkehr fließt und habe das System optimiert. Und da habe ich und das System war früher fix geregelt. Das heißt, wenn man aus der Herrengasse herausgefahren ist, hat man den nächsten Signalanlage bis leer geschlossen, eine grüne Welle gehabt. Und da gab es bei mir Fälle, wo eben andere Systemvarianten zweckmäßiger gelesen werden im System. Und ich saß, ich bin auf einem Motivkehrenturm oben gesessen und mit der Kamera gefilmt, was da ist, so ein bisschen beobachtet, was muss ich ja schauen, was da ist. Und da sehe ich, dass auf einmal, dass, da habe ich die hintere Straße bevorzugt. Das heißt, es war wenig Verkehr aus der Herrengasse. Es war nicht notwendig, die Herrengasse zu bevorzugen. Und die wenigen Autos habe ich nach dem Ring vor der Elisabethstraße aufgehalten. Ja, wo sie sonst immer durchgefahren sind. Und die Elisabethstraße ist nun runtergefahren und sie sind der Verkehr runtergefahren zum Donaukanal. Und da ist ein Wasserfurtig rausgegangen, aufgestiegen, weil ich gesehen habe, die Leute schauen überhaupt nicht auf die Signalanlage, weil der Bus war auf dem Weg, dass der Wieselschloss angelegt hat. Und die sind rot hineingefahren. Das ist die Gewohnheit, auf das muss man aufpassen. Ich bin wie ein gewöhnter Blitz heruntergesaust durch vom Turm und bin so, damals hat es kein Handys gegeben, ne? Und bin vor der Führer gehetzt, sofort reingesaust, wie du sagst, ist ja das Unschuld. Auf das muss man aufpassen. Also das ist nicht so einfach, was theoretisch so logisch erscheint. Ja, man muss aufpassen, dass das Menschen sind, die bestimmte Gewohnheiten haben und dergleichen. Was so wieder ein Vorteil ist, ne? Weil man in denen eine Spur wegnimmt, wenn das sich sehr schnell dran. Und drei Wochen später merkt man gar nicht mehr, dass die Spur flach ist. Also das ist halt so der Unterschied zwischen der Theorie und der Praxis. Okay, schönen Abend, wünsche ich Ihnen. Ebenfalls. Vielen Dank.